Nur weg, bitte. Uwe, eure Klamotten stinken ja wie Pups mit Himbeersoße. Das Ding kannst du ruhig nach draußen hängen. Den alten Schätzchen hat doch sowieso niemand. Scheiß Blauerei. Wann kommt denn eigentlich die neue Zaubermaus? Die ist bestimmt noch beim Friseur. Was ja auch nicht schaden könnte. Oder soll es ein Drahtfrau gegen aufdringliche Liebhaber sein? Du wirst dich jedenfalls nicht von Felder. Komm! Guten Morgen. 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 Guten Morgen. Ich heiße Anna von Högen. Wir werden in den nächsten Stunden noch mehr miteinander zu tun kriegen. Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. Adel verpflichtet. Herr Dr. Sindermann hat mir erzählt, dass Sie sich in der letzten Stunde mit der Gotik beschäftigt haben. Haben Sie sich ein paar Gedanken dazu gemacht? Nee. Also gut, fragen wir anders. Kann mir jemand ein paar gotische Gebäude nennen? Ja, bitte. Den Kölner Dom. Richtig. Aber Sie finde ich entschieden gotischer, Frau von Högen. Ist der Kölner Dom reine Gotik? Ja. Oh ja, er ist vor 2 Jahren erst gesäubert worden. Ich meine vom Stil her. Der ist auch erst im letzten Jahrhundert fertiggestellt worden. Und anders soll da so ein Flieger so durch die Domtürme geflogen sein. Also das mit dem Flieger interessiert mich jetzt weniger. Aber warum wurde der Kölner Dom erst zu spät vollendet? Ja, bitte? Vermutlich waren die Mäuse alle. Richtig. In der damaligen Zeit hatte man auch nicht mehr Geld, wohl aber mehr Begeisterung. Man wollte Gott ein Haus bauen, hoch und hehl, das alle anderen Häuser überragte. Wie gewaltig die Proportionen der Kirche gegenüber den Bürgerhäusern waren, das kann man heute noch in Nördlingen oder Dinkelsbühl ahnen. In Köln weniger. Aber woran erkennt man ein gotisches Gebäude? Ja? Alles ragt in die Höhe, ist sozusagen spitz, wenn Sie verstehen. Und auch die Vorbauten. Ja, bitte? Darf ich Ihnen sagen, dass ich Sie entschieden schöner finde als jede mir bekannte gotische Kathedrale? Wie bitte? Naja, die gotischen Proportionen und so. Durch. Augen zu und durch. Die mögen sie. Sie zeigen es nur nicht. Ich will ja gar nicht gemocht werden. Ich will nur, dass man mir zuhört. Ich meine... Das ist ein Machtkampf, den sie gewinnen werden. Was ich daraus gehört habe, sind doch lauter versteckte Liebeserklärungen. Ach ja? Die habe ich mir immer anders vorgestellt. Die wollen provozieren, um zu sehen, ob sie sich provozieren lassen. Schade, dass Ihre Nerven nicht mitgespielt haben. Schließlich waren Sie auf dem besten Wege zu gewinnen. Tja, dann probiere ich es eben noch mal. Die werden sich wundern, die Herrschaften. Wenn Sie mich brauchen. Danke, Herr Doktor. Aber ich muss erst mal drüber nachdenken. Allein. Schwierigkeiten mit der Kleinen? Nein, nein. Die Kleine hat Schwierigkeiten. Es war ja vorauszusehen, so wie die hereinmarschiert ist. Von Kopf bis Fuß die erfolgsprogrammierte Studienrätin. Sowas klappt nie. Und das ist auch gut so. Damit die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Wie kann man so jung sein und schon so alt denken? Ich muss doch sehr bitten, Herr Kollege, ja? Dann bitten Sie mich, dass ich Ihre unguten Ansichten so schnell wie möglich vergesse. Entschuldigen Sie, ich muss wieder rüber. Ja, ich auch. Es ist schon grausam.
Zucker? Milch? Nichts, danke. Alle hier warten darauf, dass Sie endlich ankommen und um Hilfe bitten. Ich auch. Das ist hier so eine Art von kollegialer Grausamkeit. Aber ich fange doch erst an. Und Sie? Ach, wissen Sie, wir haben angeblich die Erfahrung. Aber die jungen Leute sind von Tag zu Tag anders. Sie verändern sich. Und je älter man wird, desto weniger möchte man sich verändern. Auf Sie und auf die starrsinnigen Kollegen. Ich bin hier nur zur Aushilfe. Solange man mich braucht. Und wenn ich... wenn ich einfach etwas mache, woran keiner denkt. Wenn Sie es wirklich wollen. Richtig muss es darum noch lange nicht sein. Guten Morgen. 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 Und nun? Sie können unheimlich klar und genau denken. Außerdem habe ich ein Band mit Ihrer Musik gehört. Spitze, es gefällt mir wirklich gut. Danke. Sie sind eine sehr schöne Frau. Doch sollten Sie die Haare etwas aus der Stirn tragen. Kein Augen-Make-up. Ein etwas hellerer Ton würde Ihnen besser stehen. Und Sie haben unheimlich viel Charme. Ja, wirklich. Einen richtigen Spitzbubenscharm. Ihnen kann man, glaube ich, nicht lange böse sein. Und Sie hätte ich gern als Bruder. Frau von Högen. Sind Sie mein Vater? Beschäftigen Sie sich mit dem Stoff der letzten Stunde. Wir sind sofort zurück. Ich bin in Ruhe. Wow, das war ja heiß. Was soll denn das mit diesem Liebeserklärung nach dem Macher? Wenn man sowas in der Uni lernt, dann nix wie hin. Die muss ja mit uns noch eine Lehrprobe machen. Und die muss sie erst mal bestehen. Meine Damen und Herren, das ist eine Zauberschatulle. In der werde ich nun drei Tücher verschwinden lassen. Ein gelbes, ein rotes und ein blaues. Ich öffne die Schatulle und tue zuerst das Gelbe hinein, dann das Rote und zum Schluss das Blaue. So, ich schließe die Schatulle und nun bitte ich um Ihre und meine Konzentration. Hokus pokus, simsalabim! Dreimal schwarzer Kater. Und die Tücher sind verschwunden. Das Gelbe, das Rote und das Blaue. Das kann er so gut. Der klaut bestimmt. Ey, das kann sein. Wenn er so geschickt mit den Fingern ist, dann ist er arm. Das werden wir mal gleich untersuchen. Ihr seid ja verrückt. Wir werden alle deine Sachen durchsuchen, du die. Hey, was soll das? Du bist vielleicht ein mieser Typ und mir genauso. Wenn ein einziger sagt, da ist der Dieb, dann glaubt ihr das natürlich sofort. Da keiner was gesagt. Und ihr Flaschen, keiner geht dazwischen. Jetzt geht auf eure Zimmer.
bringt was zu trinken. Also, das glaubst du denn nicht, oder waren gerade noch 2 5-Mark-Stücke drin? Na, da müssen sie immer noch drin sein. Siehst du was? Ja, bitte. Guten Abend, Herr Röhrmund. Was ist denn los, mein Junge? Die anderen sagen, dass ich ein Dieb bin. Unsinn. Da quatscht einer was Blödes und die anderen quatschen es ihm nach. Der Erich hat gesagt, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Was heißt das? Das ist von den dummen Sprüchen einer der dümmsten und gefährlichsten. Das sagen Leute, die immer was Schlimmeres vermuten, als tatsächlich geschehen ist. Müssen Sie jetzt mein Zimmer untersuchen? Nein. Wirklich nicht? Bestimmt nicht. Ehrenwort? Ehrenwort. Na, dann kann ich ja jetzt wieder ins Bett gehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Ich habe Ihnen ein paar Texte mitgebracht. Gotik. Seit dem 15. Jahrhundert eine Epochenbezeichnung der abendländischen Kultur des Mittelalters. Go, verstehe ich nicht, aber Tick ist richtig. Die Gotik entstand in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts in Nordfrankreich und breitete sich über Europa aus. So wie heutzutage Hamburger und Wopper. Wie immer in tiefster Armut und Erniedrigung hingen die Menschen Herz und Verstand an Gott. Wie immer sollte Gott die größte und schönste Heimstatt haben. Und so, wie wir nicht wissen, wie die Pyramiden entstanden sind, so können wir auch nur Vermutungen darüber anstellen, was die Menschen ersonnen haben, um die Giganten aus schwerelosem Stein aufzurichten. Das erste ist ein lexikaler Text. Dieses hier ist der Versuch eines gescheiten Mannes, der Gotik nicht als Stil, sondern als Lebensgefühl auf die Spur zu kommen. Ich muss mal. Ganz dringend. Wer muss? Das kenn ich. Hab ich auch öfter. Ich werde jetzt auch mal für ein paar Minuten nach draußen gehen. Ach, nur ein Glück. Vielleicht klären Sie dann untereinander, wie wir es miteinander halten wollen. Ja, am besten gar nicht. Schade. Für Sie. Lächerlich. Die geht ja ganz schön ran. Die sind anders. Und ich mag sowas nicht. Nee, ich hab keine Zeit, ja. Das geht nicht. Ja, vielleicht später. Okay. Du weißt, dass ich dich jetzt melden muss. Wir können aber auch einen Vertrag machen. Du tust es einfach nicht mehr. Und wenn etwas nicht mehr passiert, dann vergessen es die Leute meistens sehr schnell. Hast du denn die Sachen noch, die du... Auch das Geld? Pass auf. Du legst einfach alles da drüben auf den Tisch heute Abend.
Und wenn du mit mir reden willst, dann kommst du einfach zu mir. Einverstanden? Gut. Ich verlasse mich auf dich. Die haben nicht ganz gereicht und natürlich mit den Seiten, die Tarnseiten, ein mittelweiche bitte wieder in Einsatz. Also ganz normale. Und ja, dann brauche ich noch einen Plätt. Kann ich bitte auch mal telefonieren? Komm, hau ab, ich habe hier noch was zu erledigen. Und ja, können Sie mir das Freitag fertig machen bis Freitag? Ja, oder ja, sagst du lieber auf, dann rufe ich das an. Hallo, Alexa. Hast du die Sachen hingelegt, wie wir besprochen haben? Du tust es aber nur. Du hast es mir aber versprochen. Nein. Das ist nicht wahr. Wir haben abgemacht, dass außerdem habe ich gar nicht gestohlen. Das sah nur so aus. Ich habe es aber genau gesehen. Sie haben sich eben versehen. Ich habe es genau gesehen. Ja, aber Sie können sich ja auch mal irren. So. Das melde ich jetzt dem aufsichtsführenden Lehrer. Von mir aus, wenn ich es doch nicht war. Und wenn ich es sage? Ich war es nicht. Und überhaupt? Was überhaupt? Mein Vater ist der Vorsitzende des Elternbeirats. Na und? Wenn ich sage, ich war es nicht, glaubt Ihnen keiner. Aber mir. Meinst du? Einer, die aus dem Unterricht rausrennt, glaubt doch keiner. Au, meine Backe! Aua! Aua! Was gibt es? Ich habe Sie geschlagen. Wen? Nur Sie. Warum denn um Himmels Willen? Sie hat gesagt, ich stehle. Wie kommen Sie darauf? Kommen Sie mit, ich erkläre das. Ich habe das ganze Schreiben nicht verstanden. Wissen Sie, ob das was anderes sein, aber ich werde mich danach bestimmt nicht richten. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Lesen haben. Manches braucht man sich nicht. Die Sache mit der Ohrfeige von gestern Abend, Frau von Högen, wird natürlich in Ihren Bewertungsunterlagen vermerkt. Wie konnten Sie nur? Das kleine Luder. Wie kommt dieser absurde Vorwurf zustande, dass die kleine Alexa Grimm stiehlt? Ich habe sie dabei erwischt. Alexa sagt aber, sie habe aus ihrem eigenen Mantel ein Taschentuch nehmen wollen. Sie hatte aber kein Taschentuch in der Hand, sondern Geld. Alexa stammt aus einem überaus wohlhabenden Haus. Ich gebe sogar zu, dass das Mädchen manchmal über zu viel Geld verfügt. Aber ich habe es genau gesehen. Sie waren gestern sehr erregt. Wollen wir uns darauf einigen? Dafür hat jeder Verständnis. Und bei den Mädchen können Sie sich ja entschuldigen. Das Kind ist nicht nachtragend. Ich soll mich bei ihr entschuldigen. Auch dazu muss man bereit sein, wenn man ein guter Pädagoge sein will. Herr Dr. Sindermann. Noch eine Frage. Hat sich mal jemand den Schrank von dem Mädchen angesehen? Dazu besteht doch wohl kein Grund. Das hieße ja das Misstrauen auf die Spitze treiben und das Mädchen dem allgemeinen Verdacht aussetzen. Ah, kommen Sie. Wir tun so, als ob die Sache gar nicht geschehen ist. Das macht es uns allen wesentlich leichter. Hm? Also einen Blick in den Schrank der Alexa würde ich doch schon gerne tun. Aber Herr Kollege, Sie wissen doch so gut wie ich, wie tief sich Misstrauen in Kinderseelen einfressen kann. Guten Morgen. Morgen. Guten Tag, Frau von Högen. Guten Tag, Boris.
Ein neues Kleid, Frau von Högen? Richtig. Ich habe für jeden von Ihnen ein Bild mitgebracht von einer gotischen Kathedrale. Bei mir? Wo? Freiburg? Toledo, Canterbury. Es können kleine Gruppen gebildet werden. Sie können sich aber auch einzeln damit beschäftigen. Boris, Köln. Danke. Was möchtest du, Victoria? Und das. Keine Daten, keine Fakten. Denken Sie nach, fühlen Sie sich in die Bilder ein, empfinden Sie. Auch der verrückteste Gedanke ist erlaubt. Für die Fakten bekommen Sie dann ein gesondertes Arbeitspapier. Viel Spaß. Lassen Sie sich nicht stören. Ich schau mal nach. Komm gleich wieder. Ich habe es gesehen, ich habe es ganz genau gesehen. Sie hat den kleinen Silberlöffel mit dem Brandenburger Tor aus meinem Kasten geholt. Stimmt das, Alexa? Ich wollte nur mal den Stab sehen, aus dem er immer die vielen Tücher zaubert. Was macht ihr beiden überhaupt zu dieser Zeit in der Halle? Ich habe eine Freistunde. Die anderen sind schwimmen und ich bin erkältet. Ich musste mal. Man sollte nichts tun, Alexa, was einen in ein schiefes Licht bringen könnte. Hm? Und du, mein Junge, solltest etwas vorsichtiger mit deinen Verdächtigungen sein. Du, geht mal wieder in die Klassen zurück. Gibt nichts Besonderes zu sehen. Ja. Bewegt euch. Ja, du bist auf dem Topf, ne? Also irgendetwas stimmt hier nicht. Das habe ich doch gesagt. Eigentlich hätte ich jetzt auch große Lust, diesem kleinen Engel eine zu kleben.